Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein wenig merkwürdig mit diesem Tag. Wenn wir in den Direktorien blättern, dann finden wir zum Beispiel in dem, das für uns zuständig ist, im Trierer Direktorium, eine kleine Ausführung über den Portiunkula-Ablass, den man heute bis morgen Mittag erwerben kann. Aber sonst nichts. Portiuncula, ist das eine Heilige? Oder was soll man sich darunter vorstellen, weshalb man da einen Ablass erwerben kann? Der Tag, den man mit der franziskanischen Bewegung feiern könnte, der kommt gar nicht mehr vor. Wir begehen ihn natürlich, auch weil die Schwestern natürlich hier sind, ist für sie ein Fest. Es ist merkwürdig, dass ein solcher Tag als Kirchweihtag dieses kleinen Kirchleins, das für das Leben des Franziskus und seine Idee und seine Bewegung, seine Gestalt, auch für die der Clara so wichtig ist, dass am Ende in so merkwürdigen Zeiten, in denen wir leben, am Schluss nur ein Ablass bleibt. Naja, im ersten Reflex mag man sagen, typischer Rest aus dem Mittelalter. Kann man doch heute gar nicht mehr von reden. Ablasswesen, das hat die Reformation hervorgebracht. Dabei übersieht man sehr schnell, dass man mit einer solchen Argumentation, die man oft hören kann, auch Franziskus auseinanderreißt. Und man ist an das Wort des Evangeliums erinnert, in dem Jesus sagt, dem Sklaven geht es nicht anders als dem Herrn. Genauso wie wir bei Jesus in der jeweiligen Zeit immer bestimmte Seiten betonen, aber nie alles sehen, so ist das auch bei Franziskus. Dass Franziskus Papst Honorius III. Selber höchstpersönlich um diesen Ablass bittet, wer will das heute noch wissen? Und das zeigt, wie sehr Franziskus selber um das eigentliche Wesen dieses Vorgangs und dieses kirchlichen Tuns wusste. Wie kann man sozusagen eine Kirche neu weihen lassen, ohne an die ganze Kirche zu denken? In jedem Hochgebet der Messe wird das deutlich. Die Kirche ist hierarchisch strukturiert, deshalb nennen wir im Hochgebet Papst und Bischof mit Namen. Die Kirche, das sind die jetzt Lebenden. Ja, das sind wir. Die Kirche, das sind die Heiligen. Aber es sind eben auch die Toten. Die Kirche ist immer ein lebendiger Organismus. Und nicht nur mit denen, die jetzt noch Atem haben. Wer weiß, wie lange noch. Die Kirche ist ein lebendiger Organismus durch alle Zeiten von Christus her bis zum Tag seiner Wiederkunft. Etwas Lebendiges. Nichts macht uns das so deutlich wie der in Verruf gekommene Ablass. Wir können miteinander kommunizieren durch Gebet. Wir können einander etwas zuwenden. Es ist sozusagen in diesem lebendigen Organismus, der durchblutet sein muss von Geist und der Kraft Christi. Wir können geben und nehmen. Franziskus wusste das. Es gibt keine Kirche, auch keine aus Stein. Wenn sie das vergisst, ist sie ein blödes Gebäude. Nicht mehr. Kirche, das ruft uns dieses Portiuncula-Fest in Erinnerung, ist ein lebendiger Organismus. Kaum einer wusste so sehr darum, in seinen Ideen das Evangelium wieder in die Tat umzusetzen wie Franziskus. Aber er tut eben beides. Er nimmt das Evangelium sehr wörtlich und zugleich nimmt er mit dieser Wörtlichkeit die Entwicklung und das Gewordensein der Kirche auf und führt sie so weiter. Reform beginnt nie am Nullpunkt, wie wir oft meinen, dass wir alles neu erfinden müssen. Nein, es ist immer die Verbindung von beidem. Nichts macht es so deutlich wie das Leben des Franziskus und einer Clara. Man muss sie nur verstehen wollen. Und man darf sich nicht die Seiten aussuchen, die einem gerade vielleicht jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts in den Kram passen, sondern es gilt immer der ganze Christus, die ganze Kirche. Und das gilt auch für die Heiligen, vor allen Dingen für Franz und Clara. Es gibt sie nur ganz oder man hat sie gar nicht.